Und am Wort ist der freiheitliche Axel Kasseker. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ja, mein Vorredner, Kollege Lopatka, hat ja viele schöne Worte gebraucht, auch von den Nationalstaaten und dass die Solidarität innerhalb der Europäischen Union keine Einbahnstraße sein darf. Das kann ich durchaus unterschreiben. Solidarität ist was Reziprokes und das ist auch eines der großen Probleme meines Erachtens der Europäischen Union, dass diese Solidarität von vielen Menschen eben nicht als aufgezwungene Solidarität und als Einbahnstraße empfunden wird. Und Kollege Lopatka, wenn Sie sagen, gleichzeitig auch sozusagen sich als Anwalt des österreichischen Steuerzahlers sehen, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie Ihre Partei und wie der Herr Bundeskanzler auf den Vorschlag von Frau Merkel und Herrn Macron wirklich reagieren wird, nämlich die Europäische Kommission zu bemächtigen oder zu ermächtigen, 500 Milliarden Euro auf den Finanzmärkten aufzunehmen und darüber dann zu verfügen, also die Vergabe der Mittel darüber, um zu helfen. Wir kennen das, den Mitgliedsländern, da ist insbesondere Italien, Spanien, Griechenland und so weiter die Rede. Und da gibt es die sparsamen Vier, und die Sparsamkeit der Vier besteht darin, nicht, dass sie diese Kreditaufnahme durch die Europäische Kommission in Höhe von 500 Milliarden, also 500.000 Millionen, das ist das Tausendfache des Budgets, das das BMI hat, hinterfragen, sondern in einem Detail sagen, ja, wir wollen aber dann nicht, dass das verlorene Zuschüsse sind, sondern nur Kredite. Also das ist jetzt nicht besonders glaubwürdig. Der Standpunkt der Freiheitlichen Partei ist da ganz eindeutig. Wir wollen nicht, dass die Europäische Kommission sozusagen über die Hintertür jetzt der Corona-Krise da Finanzmittel und damit Schulden aufnimmt, für die wir dann alle haften müssen, in unglaublich großem Ausmaß, wie gesagt, das Tausendfache des Budgets des BMI. Das wollen wir nicht, und wir werden die Bundesregierung sehr, sehr genau beobachten, wie sie da auf diesen Vorschlag von Macron und Merkel reagieren wird. Dann, Kollege Lopatka, leider nicht ganz richtig aufgepasst im Ausschuss. Wir haben das differenziert betrachtet. Sie haben schon gesagt, das BMI hat 500 Millionen Budget. Und es muss in Zeiten der Corona-Krise doch klar sein, dass wir hier jetzt eine neue Lage haben. Wir Freiheitliche sind nicht der Meinung, dass wir jetzt alles machen, koste es, was es wolle. Wir Freiheitlichen sind nicht der Meinung, dass jetzt das Geld abgeschafft ist, sondern wir Freiheitlichen sind der Meinung, dass in bestimmten Bereichen durchaus jetzt im Sinne der österreichischen der Österreicher in Not, der arbeitslos werdenden, der Unternehmer, insbesondere der Kleinunternehmer, es unsere Verpflichtung ist, auch jetzt aus Anlass dieses Budgets Bereiche zu suchen, wo man nicht doch vielleicht in diesem Krisenjahr und vielleicht auch noch nächstes Jahr den einen oder anderen Euro eben nicht ausgibt. Und das ist das Thema, wenn wir vom BMI sprechen. Ich meine damit nicht die Zentralstelle, also Wien, und die Wien als Standort für internationale Organisationen. Ich meine damit auch nicht explizit die Vertretungen Österreichs im Ausland, die Botschaften und Botschafter Österreichs im Ausland. Ich meine damit sehr wohl die ADA, und ich meine damit sehr wohl die Beiträge, die wir jetzt schon seit Jahren mehr oder weniger fortschreibend an internationale Organisationen einzahlen. Das muss legitim sein, sich in diesem Bereich sich das genauer anzuschauen und zu sagen, dieses Jahr, nächstes Jahr werden wir da nicht Steigerungen von 20%, nämlich das ist bei der ADA der Fall, haben, sondern den Gürtel in dem Bereich beim Ausgeben der Gelder enger schnallen, weil wir brauchen es wirklich jetzt jeden Euro im eigenen Land, ohne dass wir uns, wie gesagt, das Geld ist offensichtlich abgeschafft, koste es, was es wolle. Das ist der pekuniäre Hintergrund. Und der inhaltliche Hintergrund, Kollegin Bayer hat es ja durchaus auch schon gesagt, mir fehlt da die im Regierungsprogramm postulierte, das Prinzip der gezielten Hilfe bei der Entwicklungszusammenarbeit. Also ich sehe das nicht wirklich, ich sehe da punktuelle, ein Land dort, ein Land
da ein bisschen was dort, ein bisschen was da, dann werden Löcher gestopft, wie schon gesagt worden ist, es ist ein Fleckerlteppich. Also da sollte man sich durchaus auch einmal die Mühe machen und eine konzentrierte, zielgerichtete Entwicklungshilfe, die wir dem Grunde nach absolut nicht ablehnen, aber es muss erlaubt sein, qualitativ zu hinterfragen und es muss erlaubt sein, auch quantitativ zu hinterfragen, insbesondere in solchen Krisenzeiten. Vielen Dank. Es sei eine Verpflichtung, auch Bereiche zu suchen, wo man sparen könne, sagt Axel Kassecker von der FPÖ, etwa bei Beiträgen an internationale Organisationen.